Hallo, ihr Quirlinge! Der namenlose Held regeneriert noch seine Energie nach dem Kampf mit dieser ersten komischen Säureschabe. Und ich habe jetzt hier, also da war die Schabe am Ende vom letzten Teil. Und hier hinten muss irgendwo das Ventil sein. Ich gehe mal einfach weiter. Hör beobacht. Igitt, da will ich gar nicht näher rangehen. Da kommt bestimmt diese Schabe her. Ach, wenn ich an so einem Zeug vorbeilaufe, dann könnte es sein, dass so eine Schabe angekrabbelt kommt, spuckt dann dieses Metallgitter, was mutmaßlich davor war, an. Das ätzt dann sofort weg. Und dann hat sie freie Bahn, mir auf den Sack zu gehen. Ich hätte am liebsten eine Bombe da reinwerfen oder einen Flammenwerfer davor installieren. Also reinpustet, sobald sich da drin was bewegt. Ich weiß natürlich nicht, wann hier was rauskrabbelt. Wenn ich hier nicht irgendwo lang gehe, dann kann er sofort irgendwas raus. Raus, 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 raus. Kommen. Zum Beispiel, wenn ich an den Hebel ziehe. Wer? Ach, das ist mein Rückweg. Das Ventil ist mutmaßlich hier hinter. Jawohl, ja. Damit wäre da der Weg frei. Ja. Na, schon klar. Ist nicht der erste Dungeon Crawler, den ich spiele, mein lieber Held. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, genau so ein Gitter meine ich. Wehe. Da geht's weg. Ach, hier ist noch ein Gang. Wag es. Ah, Beute. Ich finde das nächste Gadget, einen einfachen Protektor. Erhalte einen gewaltigen Bonus auf Widerstände, wodurch du weniger Schaden durch Bluten, Schock, Säure und Feuer erhältst. Das kann ich. Naja, das ist was sehr Defensives. Das werde ich nur dann benutzen, wenn ich irgendwo in eine Situation reinrenne, die ich trotz mehrmaligen Versuchens einfach nicht beherrsche. Okay, gib mal her. Zack. Dann habe ich ein bisschen Munition. Ich finde was Säureschabe, Säureeffekt und ein Seil, einen Questgegenstand. Aha, alles nehmen. So, erstmal lesen. Säureeffekt. Das ist dann die Arxpedia, die ist dann auch fertig. Säureeffekt. Wird das Ziel von Säure getroffen, sind seine Heilungs- und Reparaturkapazitäten stark reduziert und es erleidet Schaden über kurze Zeit. Gegner, die Säure sprühen können, sind selbst gegen alle Säureeffekte resistent. Scheiße. Du kannst also zu. Ich kann eigentlich mal alles zumachen, was hier schon irgendwie abgehakt ist. Ben Kinley ist auch schon abgehakt. James Cole noch nicht. Okay. Hier oben war doch noch wie die Bench. So. Und dann habe ich noch hier was. Säureschabe, das gehört auch in die Kategorie Shame, 2 von 5. Obwohl die Population der Schaben ursprünglich zu keiner Form von Säureangriff fähig war, haben einige von ihnen einen starken Spuckmechanismus in ihren Mundwerkzeugen entwickelt. Und zuerst war es James, wie wir seit Ende der letzten Episode wissen. Die Speichelkonzentration zerplatzt beim Aufprall und hinterlässt eine Säurepfütze. Sehr toxisch und hat möglicherweise langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit. Danke, dass ich das jetzt erfahre. Ich gehe stark davon aus, dass alles mit der Ernährung zusammenhängt, da wir jeder Gruppe eine andere Variante der mit Fumium angereicherten Nahrung geben. Ich brauche noch mehr Daten, um mir absolut sicher zu sein. Nein, du brauchst nicht mehr Daten, du dumme Kuh. Also ehrlich, irgendwann muss man doch auch mal merken, dass es eine blöde Idee ist, was man da gerade macht. Oh Mann. Und irgend so ein Knecht, irgend so ein armes Schwein hat ja die Aufgabe, diese Viecher täglich zu füttern. Das hat nicht sie selbst gemacht, jede Wette. Madame muss ja Daten auswerten und sammeln. Irgendeiner muss seinen Arsch dafür hinhalten, jeden Tag. Da? Was war denn da? Ach, das war, wo ich das drüber geworfen habe, richtig. Jetzt hätte ich da noch was. Und natürlich dort. Was war denn das? Weiß ich nicht mehr. Ach so, ich kann ja einfach zurücklaufen. Hier einmal rundherum.
Dann bin ich in diesem Raum und da ist eine Tür. Brauche ich dafür diesen Fumium-Schlüssel, den ich mal gefunden habe? Tatsächlich. Das ist auch nur so ein kleiner Spind, ein kleiner Umkleideraum. Wobei es auch doof in so einer Besenkammer ja sein Zeug einschließen zu müssen. Na gut. Ich finde was. Ich finde ein Schaltkreis-Upgrade plus ein Schaltkreispunkt. Das ist quasi ein permanenter Trank. Ein Reparatursatz und den Triplikator. Aha, schön. Das ist deswegen so besondere Beute, weil man den Schlüssel nur in einem Geheimversteck gefunden hat. Deswegen ist das Beute, die man, wenn man das nicht findet, gar nicht findet, gar nicht haben kann. Gut, also nimm das mal alles an dich. Das hier ist leider eine zweihändige Waffe. Und der ist aber noch so langsam. Nee, das mache ich nicht. Schaltkreispunkte kann ich doch eigentlich jederzeit aktivieren, richtig? Jo, so. Und der Rest war so ein Reparatursatz. Gut. Liebe Quirlinge, da ich erst in der letzten Episode zufälligerweise herausgefunden habe, dass manche Wandverkleidungen solche ein Geheimversteck beinhalten, wenn man da in der Mitte draufdrücken kann, wenn da was ist, eine fünfte Schraube. Und ich das noch nicht wusste, als ich in der rechten Hälfte von diesem Ding unterwegs war. Und hier unten würde ich jetzt ganz gerne nochmal überall das ablaufen. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo was übersehen, was irgendwie schön und wichtig wäre, bevor ich hier weiterlaufe. Und auch hier in die Bereiche, da habe ich auch noch nicht überall geguckt, ob es solche Dinger gibt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig, deswegen würde ich das mal in einem Schnelldurchgang machen. Genau, in einem Schnelldurchgang machen. Punkt. Und ich fange an zur besseren Orientierung meinerseits. Da. Genau, in diesem Raum mit dieser leuchtend grünen Pfütze, die sieht sehr gesund aus. Hier kann ich mich orientieren und es geht los. Oh, hier habe ich schon was gefunden. Gar nicht weit weg. Das war jetzt gar nicht lange. Ich habe mutmaßlich ein Geheimversteck entdeckt. Genau da. Ebene 2. Hallo. Hihihi. Ist das hier die Flinte von... Das ist bestimmt die Flinte von dem Typen. Ich finde einen Panzerknacker. Was ist das? Das ist eine Pistole. Ne, mach mal hier. Zack. Vorteil macht, also braucht nur eine Munition. Wenn ich mit zwei Kugeln schieße, habe ich einen maximalen Schaden von 50. Ist schon mal besser als einen maximalen Schaden von 38. Sie ist außerdem schneller. Sie ist nicht ganz so weitreichend, ist aber okay. Und lädt schneller wieder auf. Ich verliere zwei Genauigkeit, aber es ist egal. Ich nehme die. Zack. So. Fertig. So sieht's hier aus. Gut. Jo, dann. Das ging ja jetzt schneller als erwartet. Dann mache ich mal mit dem Tempo weiter, weil vielleicht habe ich ja noch irgendwo was. Also, Tempo. Thank you.
Hallo. Hier habe ich auch noch ein Geheimnis entdeckt. Da bin ich noch gar nicht reingelaufen. Das ist das dritte Geheimnis hier. Das ist die Tür, das war die Fallgrube. Ah, hier geht so ein Ding auch auf, wenn man da hier lang läuft. Läuft, 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 läuft. Okay, jetzt muss ich auch noch nicht. Ja, ist was Interessantes hier. Oh je, Scheiße, speichern. Wett, da kommen jede Menge Viecher raus. Und zwar dann, wenn ich hier hinten bin. Was ist das? Ein Hebel. Warum soll ich den ziehen? Da ist eine Truhe. Wenn ich an die Truhe rangehe, dann gehen diese Scheißdinger auf, jede Wette. Also dann kommen da Heerscharen von Viechern raus. Kann ich hier irgendwie zumachen? Was? Ach, das ist der Rückweg. Okay. Das hilft mir erstmal nicht, wenn ich gleich kreischend vor irgendwelchen Scharen fliehen muss. Ich finde eine Energiezelle, eine Zähigkeitssicherung und Marodeur-Brustpanzer. Alles nehmen. Echt? Der bleibt friedlich? Ah, scheiße. Da kommt die nächste. Scheiße. Oh, du Drecksvieh. So, jetzt kannst du wenigstens nicht springen. Mann. Widerliches Viehzeug. Das war nur eine von mehreren. Ich habe doch die Säurespinne noch nicht dort gekriegt, richtig? Säureschabe. Oh, übel. Kommen da mehrere raus? Na gut, ich weiß nicht, ob ich die doch schon weg habe. Hatte ich die angezündet oder hatte ich die weggebrutzelt mit irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Na, wie dem auch sei. Ah! Da ist die weg, 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 weg. Die habe ich noch nicht gesehen. Was ist denn Lula? Ja, komm. Sei nicht so aggressiv. Ich kann auch spucken. So, hier finde ich was. Hoffentlich einen Heiltrank. Jawoll. Den kann ich auch gut gebrauchen. Ja. So. Bin ich jetzt überall durch? Ich bin überall durch. Da muss ich lang. Da kann ich nicht gut abkürzen. Ich muss zurücklaufen. Also, hier. Ach, wie geht's? Was? Wie geht's? Wie komme ich denn hier wieder raus? Wie war denn das? Hier ist. Ach, ich muss hier oben lang. Ach du meine Güte. Wieder an diesen Schabendächern vorbei. Hoffentlich kommen da nicht immer wieder neue. Was aber auch blöd wäre, weil wenn man gut kämpfen kann, dann kann man sich da ja einen unendlichen Vorrat an Fumium dann erspielen, wenn man das gut kann. Jetzt muss ich da geradeaus und links um die Ecke. Da, da, da. Da vorne links, jawohl. Dieses Ding ist ja Gott sei Dank deaktiviert. Und dann hier oben, da ist der Raum mit diesem grünen Atommüll. Puh. So, jetzt erstmal zur Besinnung kommen und gucken, was ich hier gefunden habe. Ich habe, ach so, bin ich übrigens.
Nee, ich brauche noch ein bisschen. Na gut. Was habe ich gefunden? Ich habe gefunden, aktivieren, um eine Verteidigungsfähigkeit meiner zu verbessern. Zähigkeit plus 1. Ich habe im Moment Zähigkeit 14. Derzeitiger Bonus plus 42% Integrität. Das sind Lebenspunkte. Ausweichen. Das würde jetzt steigen. Richtig. Fünfzehn plus 45%, ja, also ein bisschen mehr geworden. Gut. Okay. Also primäre Attribute sind jetzt 12, 17 und 15. Das kann ich auch mal ab dem nächsten Video dann noch mit einblenden. Vorn dran, wenn ich ein aktuelles Bild einblende. Das ist, glaube ich, auch noch interessant. Genauigkeit. Das ist mir zu viel, das blende ich nicht ein. Erhöht die Flexibilität der Arme und Beine so wahrscheinlich. Ich habe also auch eine automatische Ausweichwahrscheinlichkeit, ist das so? Weil wenn ich ausweiche mit meinem seitlich vor zurück, dann ist das ja abhängig davon, wie gut ich die Tasten drücke. Naja, verstehe ich jetzt nicht. Ich will mir das hier angucken, das ist viel wichtiger. Marodeur-Brustpanzer. Eine einzigartige schwere Rüstung gibt mehr Integrität, gibt zwei Zähigkeit, also hat genau das gleiche, was ich habe und noch mehr. Und 1,5% deiner maximalen Integrität sind Bonusschaden. Das sind jetzt bei mir 3,6 mal 2, mal 1,5, das sind irgendwie 5 ungefähr. Also kann auf jeden Fall hier also anlegen, rechte Maustaste. Zack. Gibt ein bisschen mehr Lebenspunkte noch. Schön. Und das war alles. Das Seil brauche ich bestimmt, um davon irgend so ein Ponton zu bauen, weil davon treiben ja nur Fässer rum. Jo. Und damit, liebe Quirlinge, geht's noch mal voran. Ja. Macht sie gar nicht so schlecht. Macht einen riesen Spaß, das Spiel. Auch wenn ich ein bisschen still bin manchmal, zur Abwechslung. Weil es doch irgendwie auch Konzentration erfordert, hier zu spielen. Und noch mal speichern. Okidoki, dann geht's mal los. Ich habe gerade hier ein bisschen noch in meinem Inventar rumgekrabbelt und ein paar Sachen mir angeschaut, deswegen ist das jetzt alles gerade so, wie es ist. Jetzt kann ich hier drüber laufen und da habe ich ein Problem. Da ist die Platte zerbrochen. Da kann ich aber wahrscheinlich das Seil benutzen. Krabbel, krabbel. That should do it. Wie hast du denn das geschafft? Du hast die Trümmer rausgefischt und hast es geschafft, die Platte zu rekonstruieren mit den Fässern. Das hätte ich gerne gesehen, wie das gehen soll. Da wäre es einfacher gewesen, drüber zu springen. Aber gut, nicht rummosern. So, hier ist was rot, das ist nicht gut. Hier brauche ich einen Schlüssel. Hier ist was. Ich finde Munition und das nächste Phono-Tagebuch von, wie heißt er? Steht nicht da. We have arrived. Finally, our new home here at the Arch of Vaporum. I'm impressed by what the Bureau has accomplished. It's gargantuan. Can't wait to unpack and start working. Being stranded here in the middle of the ocean like this worries me a little, but the tower feels strong and safe. I'm pretty sure no Katkenut will repeat ever again. The research on the Fumium shows promise. Maybe I'm dreaming here, but it could just happen to be the next marvel of the world, and we'll be right in the thick of things. I'm so looking forward to taking over and continuing the project, and the best thing about it is the fusion of family and working life combined together. Soweit Laura Reich, die völlig verblendete Schabenfütterin. Wir sind angekommen, schreibt sie in ihrem Phono-Tagebucheintrag 3 von 17 Neues Zuhause. Endlich! Unser neues Zuhause hier im Arx Vaporum. Das Büro hat in kurzer Zeit einiges erreicht, davon bin ich sehr beeindruckt. Der Turm ist gigantisch. Ich kann es kaum erwarten, alles auszupacken und mit der Forschung zu beginnen. Hier, inmitten des Ozeans, festzustecken, macht mich ein wenig nervös. Aber der Turm macht einen sicheren und robusten Eindruck. Ich bin mir sicher, dass sich die Ereignisse von Kat-Kenut nicht wiederholen werden. Das ist vielleicht eine Anspielung, die ich nicht verstehe.
Die Fumium-Forschung wirkt vielversprechend. Vielleicht ist das nur Träumerei, aber sie könnte das nächste große Wunder der Welt sein. Und wir stecken mitten in ihrer Erforschung. Ich kann es kaum erwarten, das Projekt zu übernehmen. Das Beste daran ist, dass sich Familien- und Arbeitsleben so einfach verbinden lassen. Laura Reich, Materialforschung. Nee, Laura Reich, die Schabentante. Ah, die geht mir auf die Nüsse, diese Laura. Was ist denn das? Ah, okay, es klemmt, verstehe, da brauche ich den Schlüssel. Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel und gib ihn mir jetzt. I want a key. I want a key. I want a key. And I want it now. Hihihi. So, ohne Blutung diesmal. Stör mich nicht beim Singen, du Schabe, du. Igitigitigit. Fürchterlich. Oh, dieses Geklacker von diesem abgelaufenen Cooldown, das klang fast wie irgendwelche krabbelnden Beine hinter mir. Oh je, der Rückweg wird eine Tortur. Ah, kein Versteck. Da ist was. Ach, das ist wieder Feuerball. Geflatter. Wie rum denn diesmal? Diesmal in die Tür rein. Also hier vorne ist einer und hinten ist auch nochmal einer. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal hier irgendwie durch. So. Was machst du? Oh, ist das übel. Jetzt muss ich hier... Oh, nee. Jetzt muss ich hier aufschalten und dann muss ich da schnell durch. Dann kriege ich voll den Feuerball in die Fresse. Naja, speichern. Also schalten. Rechts, links, links. Eins rechts, zwei links. Hat sogar funktioniert. Wow. Das war mustergültig. So, jetzt hier das gleiche nochmal, oder? Ne, ich muss erstmal in diese Nische. Hier habe ich was. Hier habe ich das nächste Phono-Tagebuch. Ich habe ein rostiges Schwert, kenne ich schon. Munition und einen rostigen Schlüssel. Das ist der, den ich brauche. Und ein Reparatur-Kit. So, Phono-Tagebuch. Another great success. Today, the local coordinator for the Bureau and Chief Officer of the ARCS, Marcus Reich, appointed me Deputy Foreman of Manufacturing. I'll take care of workshops, maintenance, and manufacturing itself. I'm so proud that Mr. Reich recognized my accomplishments. He's a role model to me. Not only is he an experienced scientist and a veteran of the Island Wars against the Rebels, he's also the ideal man for the job, an excellent choice by the Bureau to lead the project. He and his wife Laura are the perfect model of how I picture my life in the future. Oh, weia, die sind alle derartig verblendet hier. Das ist unglaublich. Also außer Ben Kinley und vielleicht Marcus Reich hat ja noch keiner irgendwie eine schlechte Vorahnung. Also, James Cole, 3 von 9, großer Erfolg. Ein weiterer großer Erfolg. Heute hat mich der örtliche Koordinator des Büros und oberster Offizier des ARCS, Marcus Reich, zum leitenden Vorarbeiter der Fertigung befördert. Ich werde mich selbst um Werkstätten, Wartung sowie Fertigung kümmern. Ich bin so stolz, dass Mr. Reich meine Leistungen anerkennt. Für mich ist er ein absolutes Vorbild. Er ist nicht nur ein erfahrener Wissenschaftler und ein Veteran der Inselkriege gegen die Rebellen, er ist auch der perfekte Mann für den Job. Eine exzellente Wahl des Büros für die Leitung des Projekts. Er und seine Frau Laura sind das perfekte Vorbild dafür, wie ich mir mein Leben in der Zukunft vorstelle. James Kroll, stellvertretender Vorarbeiter der Fertigung. Oh, der hat so einen an der Waffel. Und es hängt schief. So, was muss ich hier machen? Ich komme gar nicht raus, oder? Ne, hier komme ich nicht raus. Hier ist kein Schalter, womit ich das Ding aufmache, richtig? Das geht wohl nur so. Erstaunlich. Jetzt muss ich hier... Aber lass mich raten, der Knopf macht die Tür auf und nicht... die, oder?
Das muss ich erstmal ausprobieren, Moment. Ja, natürlich. Ich muss das gleiche nochmal schaffen. Ich muss drücken. Und dann. Warte mal gerade. Okay, die sind beide synchron. Kann ich mich also an der orientieren, dann weiß ich auch, wie es hinter mir aussieht. Ich muss drücken und dann 1, 2 zurück und 2 nach links. Oh, scheiße. Ja, ja, das war nicht zu schaffen. Da war ich falsch im Rhythmus. Das muss man zu einem anderen Zeitpunkt also starten, diese Tour. Ist egal. So. Schlüssel, Schlüssel. Ach so, Schaden, scheiße. Ah! Ekelhaft. Ja, ja, ich weiß, ich blute. Ist ja gut, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Kanister? Alles wird gut, alles wird gut. Ach, diese ekelhaften Schabenlöcher. Mann. Ich will jetzt da zur Tür. Ich glaube, das Ding ist nicht mehr so groß, hoffe ich zumindest. Ich bin jetzt neugierig. Ich will jetzt wissen, was hinter der Tür ist. Mit der klemmenden Bremse. Bremsen lösen. Da. Klack. So sieht ein grünes Türchen aus. Ach so, jetzt muss ich ja natürlich ziehen. Geht's hinter mir zu? Nee. Hallo. Noch so ein Ding. Oh, now this is bad. Scheiße, was bist denn du für einer? Oh, du machst mich ja irgendwie betäubt oder so. Scheiße. Oh, ich hab doch keine Ahnung, was ich mit Kindern machen soll. Oh ja, natürlich. Oh, jetzt hab ich hier. Geh weg. Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Keine Energie. Oh, weia. Das geht ja gar nicht. Merke, betritt nie einen Raum ohne volle Energie. Aber jetzt weiß ich ja, was mir blüht. Da geht die Wand weg. Wer denkt denn an sowas? Ich glaube, ich probiere das mal hier im Fernkampf. Kriegt einer auf den Pelz gebrannt. Oh, now this is bad. Weg! Weg! Der Dicke ist doch hinter mir. Jetzt geht doch mal aus dem Weg. Mensch, der macht mich klein und dieses dumme Ding. Schaben kommen ja eigentlich noch. Keine Ahnung. Ich werde mich mal heilen. Macht das Schaden? Upsala. Der darf nicht an mich rankommen. Also nicht auf dem Nachbar. Also der auf dem Nachbarfeld stehen. Dann geht's. Sonst macht er seine Scheißattacke. Wo bist du, Dicker? Ich sehe dein Leuchten. Komm schon. Die Wumme macht ja ordentlich Schaden, aber irgendwie interessiert ihr das gar nicht. Sag mal, was hast denn du für ein... Was hast denn du für eine Lebensmenge? Integrität heißt es hier. Das habe ich gesucht, das Wort. Oh, dieses fiese Leuchten.
Ich glaube, ich habe ausreichend Munition, weil ich die in der letzten Zeit nicht benutzt habe. Schwerer Wächter. No way, that was human. Or was it? Not sure of anything now. Ja, ich auch nicht mehr. Aber ja, der erinnerte mich an The Evil Within, den Typen mit dem Safe auf dem Kopf. Das war genauso, das gleiche Kaliber. Ich finde einen Goldschlüssel und einen schweren Wächter habe ich gekillt. Uiuiui, Tiffy, ich habe 20 Schuss gebraucht. Ich glaube, ich hatte 84 Schuss Feuer. Wechsel mal zurück. So sieht's hier aus. Hier hinten war ich noch nicht. Diese dumme Schabe, wenn die nicht gewesen wäre. Aber die war halt nun mal leider. Ich krieg so eine blöde Schaben nicht schnell genug platt. Die Energie ist viel zu wenig. Ich brauchte mindestens die doppelte Menge der Energie oder das müsste die doppelte Menge an Schaden verursachen. Keine Geheimverstecke. Hier geht's wahrscheinlich raus. Ach, das ist der Levelausgang. Diese Lampen hier. Jo, das war's. Das Video hier ist ein bisschen länger, aber ich wollte ganz gern das noch abschließen hier. Jetzt hätte ich noch den Arx-Pedia-Eintrag zum schweren Wächter zu lesen. Aber ich glaube, das mache ich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.